Und da sind wir auch schon wieder bei Monkey Island 3 und im letzten Kapitel, glaube ich jedenfalls. Oder ist es das vorletzte? Ich glaube, es ist das letzte. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben Elaine entgoldet und wurden dann von LeChuck gekidnappt und sind jetzt hier auf Monkey Island im Vergnügungspark Big Whoop. Jetzt würde ich sagen, reden wir mal hier mit dem Boss. Was ist denn so besonders am Schatz von Big Whoop? Ist es nicht wie jeder andere Piratenschatz? Ich verstehe. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Zittere vor Angst, Threepwood, wenn ich dir sage, dass Big Whoop ein verdammtes Portal zu einer dämonischen Unterwelt ist. Okay. Die Schätze von Big Whoop sind die direkten Tore in die Hölle. Huch. Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen, niederen Regionen. Du musst wissen, Big Whoop hält für alle, die hindurchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Preis? Ha! Zugegeben, die Leute finden mich neuerdings ein bisschen unnahbar. Und an den Geruch muss man sich eine Weile gewöhnen. Aber es ist die Sache wert. Jetzt, wo ich die Macht habe, Elaine dazu zu bringen, mich zu lieben. Aber wenn du Elaine tötest, würde sie dich nicht noch mehr hassen? Ei, anfangs schon. Aber bald wird sie verstehen, welch großes Geschenk ewiges Leben sein kann. Und außerdem ist bei Toten der Kreis potenzieller Partner erschreckend klein. Sie wird mir einfach noch eine Chance geben müssen. Oh Mann. Dieser ganze Vergnügungspark, warum? Der Big Whoop Vergnügungspark war die brillanteste Idee. Einmal die Gewalt über Big Whoop in meiner Hand, würde es ein leichtes sein, Elaine zur meinen zu machen. Ich verstehe, aber nochmal, warum ein Vergnügungspark? Darauf komme ich noch zurück. Ich wusste, dass Elaine ein wenig überredet werden musste und dass ich eine Armee brauchte. Eine schreckliche Armee der Untoten. Okay, aber warum ein Vergnügungspark? Lässt du mich wohl ausreden? Ich rede nicht nur, um mich selbst zu hören, klar? Du hast recht, ich war unhöflich. Fahr bitte fort. Jeder weiß, dass das Leben eines Seemannes ein langes, hartes, einsames Leben ist. Seeleute sehnen sich monatelang nach ein paar freien Tagen. Und weißt du, was sie als erstes suchen, wenn sie in den Hafen kommen? Hm? Frauen? Nun, einen familienorientierten Vergnügungspark. Ach, danach. Natürlich. Sie kommen, um auf der riesigen Achterbahn zu fahren, der großartigen Affenberg-Achterbahn. Sie erreichen den höchsten Gipfel, um dann mit den Armen nach oben, wie Affen schreiend, in einem großen Lavastrom den Hang herabzubrausen. Das hört sich nicht im geringsten nach Spaß an. Ei, ist es auch nicht. Eigentlich ist es geradezu unangenehm. Aber wenn sie auf der anderen Seite ankommen, sind sie geeignete Krieger für meine Skelettarmee der Verdammten. Ach so, na dann. Wie hast du Big Whoop gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Bist du sicher, dass du sie hören willst? Beginnt die Folterung gleich nach der Unterhaltung? Ei. Dann mach weiter. Als ich noch lebte, verachtete Elaine mich. Nein. Nein, nein, es ist wahr. Mittlerweile weiß ich sicher, sie mochte mich überhaupt nicht. Aber ich musste ihr meinen Wert für sie beweisen, weißt du? Also stach ich in See, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Das Geheimnis von Monkey Island? Ich könnte es dir erzählen, aber mir wäre lieber, dass du es errätst. Dass Rosebud ein Schlitten ist, dass die Freundin des Typen in Wirklichkeit ein Mann ist, dass sie den Hund am Ende erschießen müssen, dass es aus Menschen gemacht ist, dass das Mädchen ihre Tochter und ihre Schwester ist, dass eine Fortsetzung niemals so gut wie das Original sein kann. Jawohl! Dass eine Fortsetzung niemals so gut wie das Original sein kann? Lügen! Schmutzige, dreckige Lügen! Nein, es ist wesentlich komplexer als das. Es ist ein altes Geheimnis, streng bewacht von den Eingeborenen und Piraten, die zufällig...
Du kennst ja nicht einmal das Geheimnis von Monkey Island, oder? Nein, nicht wirklich. Nun denn, weiter mit deiner Geschichte. Nach ein paar Tagen geriet mein Schiff in einen fürchterlichen Taifun und wurde auseinandergerissen. Ich wäre ertrunken, aber einige Haie fanden mich und brachten mich ans Ufer von Blood Island. Da war ich nun, ausgesetzt und ohne Hoffnung, Elaines Herz zu gewinnen. Ich dachte, meine Glückssträhne wäre vorbei, aber eines Tages ging ein Schiff vor Anker. Es war das Schiff von Captain Marley, Elaines Großvater. Ich begann eine Unterhaltung mit Rum Rogers Senior, dem ersten Mat auf dem Schiff. Und nach dem Einsatz einiger Drinks fand ich heraus, dass sie die Karte zum legendären Schatz von Big Whoop hatten. Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte. Warte. Weißt du eigentlich, dass du als Einschlafhilfe ein Vermögen machen könntest? Obwohl ich weder Schiff noch Geld hatte, plante ich, Marleys Mannschaft zum Schatz zu locken und ihn für mich allein zu beanspruchen. Ich hatte nicht das Geld, ein neues Schiff zu kaufen, aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Deine Immunität gegen Seife? Aber ich besaß noch meinen größten Trumpf. Diesen undefinierbaren LeChuck Charme. Eine der reichen jungen Debütantinnen auf Blood Island konnte ihm nicht widerstehen. Nach einer Woche mit mir wäre sie mir bis ins Grab gefolgt. Leider hatte sie keine Gelegenheit dazu. Ich brach den Diamanten aus dem Verlobungsring ihrer Familie und verkaufte ihn für den Preis eines neuen Schiffes an einige halsabschneiderische Schmuggler. Entschuldigung, ich habe gerade Schokolade gegessen, aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich will ihn nicht beleidigen, ich will ihn nur fragen. Na gut, LeChuck. War sie scharf? Hast du sie geküsst? Nun, ich, Na komm schon, mir kannst du es erzählen. Ich will darüber nicht sprechen. Das ist sehr persönlich. Und außerdem, Tote erzählen keine Geschichten. Nicht? Ah, auf den habe ich gewartet. Mit meinem neuen Schiff überholte ich Marleys Mannschaft leicht und trieb sie nach Big Whoop, das zufällig hier auf Monkey Island lag. Ja, es gibt immer noch sehr viel, über das wir reden können, und ich möchte trotzdem gerne wissen, wie es weitergegangen ist. Was ist mit Captain Marley und seiner Mannschaft geschehen? Ihr Schiff erreichte Monkey Island eine halbe Stunde nach meinem. Aber sie kamen zu spät, um mich davon abzuhalten, meinen Preis in Anspruch zu nehmen. Und sie sahen zu, wie ich das Portal von Big Whoop passierte. Jämmerliche Feiglinge waren sie, übermannt von dem, was sie sahen. Sie flohen voller Entsetzen von der Insel. Marley riss eine Schatzkarte in 4 Stücke und versammelte seine Mannschaft um sich. Da waren Rum Rogers Senior, der erste Mat. Rapscallion, der Koch. Und der junge Lindy, der Kajütenjunge. Marley gab jedem ein Stück der Karte und behielt 1 für sich. Sie versprachen, diese Kartenstücke mit ihrem Leben zu bewachen. Ich sorgte dafür, dass sie ihr Versprechen einhielten. Sie waren die einzigen Lebenden, die von Big Whoop wussten. Sorry, ich musste einen kleinen Cut machen. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Audioeinstellung richtig hatte und ob man mich überhaupt hört. Ja, tut man. Ja, ich würde sagen... Genug der alten Geschichten. Weiter geht's. Das reicht jetzt. Also ich möchte wirklich nicht alles hören hier, sonst sitzt dann wirklich morgen noch hier. Ich bin immer noch verwirrt wegen des Jahrmarkts. Dann frag mich. Als Schöpfer und Gründer kann ich dir alle Fragen beantworten. Ich dachte, das Geheimnis von Big Whoop läge auf Dinky Island. Dinky Island ist ein Atoll direkt vor der Küste von Monkey Island. Aber es ist mit einem Labyrinth von mysteriösen Tunnels verbunden, die direkt unter dem Meeresboden liegen. Und obwohl du auf Dinky Island nach Schätzen gegraben hast, warst du auf Monkey Island, als du meinen Vergnügungspark gefunden hast. Sehr ordentliche Erklärung. Ei. Wie komme ich hier wieder weg? Wer hat dir gesagt, dass das eine gute Idee sei? Du bist wahnsinnig. Vielleicht, Threepwood.
Vielleicht, aber ich habe es alles aus Liebe gemacht. Ich bin verrückt nach dir, Elaine. Und ich schäme mich nicht, es zuzugeben. Ich habe genug gehört von deinen üblen Geschichten. Bringen wir es hinter uns. Aber es gibt doch noch so viele schreckliche Dinge, von denen ich dir erzählen will. Ich höre dir nicht mehr zu. Das wollte ich gar nicht mehr. Siehst du, ich ignoriere aber dich. Aber das war wohl... Hör besser zu! La 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 la, ich höre dich nicht. La 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 la. Also gut, Threepwood. Wenn du dich schon wie ein Kind benimmst, helfe ich dir dabei, dich richtig in Stimmung zu bringen. Ich glaube, du verdienst eine Auszeit, junger Mann. Miep. Aha, nicht abgeschlossen. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges Detail. Das wird dein Untergang sein. Ja, man bemerke, dass das Detail winzig ist. Er hat Elaine mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Ja, wir machen was jetzt... Was ist mit mir passiert? Kopf vernebelt. Kann nicht denken. Gehirn verschwommen. Muss mich konzentrieren. Und Elaine retten. Ich muss Elaine retten. Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich mich nur konzentrieren könnte. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Oh, es ist zum Schreien. Ja, wir machen jetzt einen auf Wimmelbild, wollte ich eigentlich sagen. In diesem Bild ist jemand versteckt, außer Guybrush und dem Kutterköter, den wir gut kennen. Wer ihn gefunden hat, bekommt nichts dafür, aber kann sich einfach mal auf die Schulter klopfen. 3, 2, 1. Es ist Murray. Hi, Murray. Hey, du bist's. Bist du schon tot? Du siehst so anders aus. Tot nicht, Murray. Nur verflucht. Verflucht? Das ist perfekt. Ich bin auch verflucht. Lass uns unsere verfluchten Kräfte vereinen und zusammen können wir die Welt beherrschen. Ja, darüber sprechen wir später noch einmal. Das heißt nein, Murray. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt noch mal... Nein, das war es nicht. Einen Blick ins Rezeptbuch werfen. War das das Rezeptbuch? Ich weiß, was wir jetzt tun müssen, aber ich habe nie rausgefunden, warum. Diese Seite ist absichtlich leer, auch schön. Ja, vielleicht sollten wir einfach nochmal Rübe frei machen. Aber Ei, Pfeffer, Haar des Hundes? Ja, mal gucken. Sprechen wir doch mal mit dem hier. Puh. Ja, Kind, was gibt es? Was treibt ihr Burschen hier? Das ist Niete den Kerl um! Der größte Spaß auf dem Rummelplatz! Triff den lustigen Clown und gewinne einen fantastischen Preis! Schau den Torten dabei zu, wie sie mit Lichtgeschwindigkeit und lautem Getöse aus der Kanone herausschießen! Und geh mit deinen Gewinnen nach Hause, wenn du gut gezielt hast! Lach zusammen mit deinen fröhlichen Gastgebern, dem Rattenmann und seinem Kumpel Monty Maring! Welcher Geschmack? Was? Welchen Geschmack haben die Torten heute? Ich weiß nicht. Ich glaube Limone. Was ist denn das überhaupt für eine dumme Frage? Ich will mit der Kanone schießen. Ich will mit der Kanone schießen. Entschuldigung, kleiner Junge. Du bist zu jung. Niete den Kerl um ist nur für ältere Kinder. Das ist Diskriminierung. Woher weiß ich, dass sie wirklich funktioniert, wenn ich nicht sehe, wie sie losgeht? Okay, Kind. Du möchtest sehen, wie die Kanone feuert. Los geht's.
Okay, gut. Schon gut. Ja, hier gibt es auch noch eine ganze Menge Gesprächsoptionen, aber die sind nie lustig gewesen, deswegen habe ich das auch nie gemacht. So, jetzt sprechen wir erstmal hier mit dem Kutterköter. Wie kann ich einen dieser fabelhaften Preise gewinnen? Nun, das ist einfach. Kumpel, wenn ich dein Gewicht oder Alter nicht errate, kannst du dir aussuchen, was du willst. Wo ist der Haken daran? Es gibt keinen Haken. Es ist ganz einfach. Ich wette, du errätst nicht, wie alt ich bin. Wetten, dass ich es kann? Ein furchterregender kleiner Seeräuber wie du müsste 7 Jahre alt sein. Ha, falsch. Ich bin zufällig 20. Und hast du einen Beweis für deinen Kumpel, den Kutterköter? Nennst du mich einen Lügner? Und ob ich das tue? Hier ist mein Beweis. Scum Schauspielergilde. Mitgliedskarte. Guybrush Threepwood. Alter 20. Ich nehme an, dass das stimmt. Such dir deinen Preis aus. Der ist ganz schön nervig. Gib mir diesen Anker. Nimm ihn mit, Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Genieße deinen Aufenthalt hier auf Big Woo. Falls ihr euch fragt, warum ihr den Anker nehmt, das sieht in dein Herz. Ich bin der Preis, den du wirklich willst. Was? Du hast dir den Anker ausgesucht? Es ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Tut mir leid. Ich kann nicht glauben, dass du den blöden Anker anstelle von mir genommen hast. Nun ist es eine schwere Kuchenform. Wofür soll denn eigentlich ein doofer Haken aus Eisen gut sein? Jetzt habe ich eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Es ist noch nicht mal ein echter Anker. Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja, danke, Junge. Schieß schon, schieß schon. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdrück dich, du halbe Portion. Denk mal nach. Ich bezahle dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner. So. Ich bin ein echter sprechender Schädel. Jetzt ist nämlich der Clown hier hinten. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Ach, Murray, sei nicht böse. Juhu, stinkender Rattenkerl. Hey, raus da, du Mistkerl. Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird dir eine Lehre sein. Ja, das ist wichtig, wofür auch immer. Und zwar... Na fein, nimm den blöden Das ist ein Haufen Merengue-Stückchen von dem Gebäck. So, du hättest sowieso fragt, ein lausiges, untotes Monster abgegeben. Ach, Mary Lyne, ich würde dir jetzt durch die ich Haare... Ich werde auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht. Furcht und Pest über... Was in aller Welt ist Merengue? Ich weiß nicht, Kind. Geschlagenes Eiweiß, glaube ich. Ah. Schon gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das Ei für rübefrei Eis. Ich werde auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht. Furcht und... Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Warum wir das machen? Komm schon, hör damit auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Und möglicherweise raus hier, bevor ich die dämonischen Legionen des Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Hör besser auf damit. Wenn dir dein Leben lieb ist. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Alles klar. Das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Au, er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. So, und die Haare haben wir. Ich würde sagen, wir verwandeln uns eben noch in einen Erwachsenen in diesem Part. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal?
Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so... einmalig, dass die meisten vollkommen ungenießbar sind. Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett, welche mit Matt. Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim, Hörnchen mit Schleim, Hörnchen zum Lecken, Hörnchen, die schmecken, Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß, Hörnchen mit Mais, Bierhörnchen, Tierhörnchen, Vierhörnchen. Und zu Weihnachten, ho, 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 frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Ja. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Tschüss dann. So. Haare? Haarig. Eiweiß. Diese Meringue sieht lecker aus. Pfeffer. Gepfefferte Güte. Ist ekelhafte Schneehörnchen. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand! Kapitel 6. Guybrush räumt mal wieder auf. Okay, jetzt ist es das letzte Kapitel. Und zwar sind wir jetzt schon in Big Whoop. Ich mache hier eben mal fix einen Cut.